Ich habe Pokémon Leuchtende Perle durchgespielt und das ist mein abschließendes Fazit zu den Remakes. Lange gefühlte 3000 Jahre später erschien diesen November das Remake der Sinnoh-Region Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Doch hat sich das Warten am Ende für uns gelohnt? Das Abenteuer fängt eigentlich wie immer an. Das gewohnte Intro, wo ihr gefragt werdet, wie ihr ausseht und natürlich auch das gewohnte Setting, die Sinnoh-Region. Doch gleich beim Spielen wird der doch auffällige und umstrittene Look deutlich. Der Chibi-Stil. Ich persönlich muss sagen, zum Glück sieht dieser etwas besser aus als zu Zeiten des ersten Trailers, sonst wäre der Release wohl ganz anders verlaufen, wohl auch für den ein oder anderen von euch. Warum viele von euch den Look aber trotzdem immer noch nicht mögen und das Spiel deswegen nicht gerne spielen wollen, kann ich aber schon verstehen, da ich diesen Look leider aus der Zeit gefallen und eher unpassend finde für ein modernes Pokémon-Spiel. Luft nach oben ist hier allemal, finde ich. Neben den vielen grafischen Änderungen zeigt sich das Remake zum Großteil sehr vertraut und Änderungen gibt es leider sehr wenige zu finden, was ich persönlich etwas schade finde. So hätte ich mir wie in Schwert und Schild lieber keine Random Encounter im Gras gewünscht, sondern dass die Pokémon dauerhaft im Gras zu sehen sind, so wie das in den Untergrundhöhlen der Fall ist. Die Kämpfe unterscheiden sich allerdings stilistisch erheblich. Wer mit Let's Go vertraut ist, kann sicherlich etwas mit diesem Stil anfangen. Außerdem seht ihr hier schön, dass in viele Hintergründe sehr viel Zeit investiert wurde. Ausnahmen bestätigen hier bekanntlich die Regel. Ein paar größere Neuerungen haben es aber ins Spiel geschafft und das betrifft vor allem den Untergrund, wo es jetzt viele seltene Pokémon zu finden gibt. Habt ihr bestimmte Ereignisse im Spiel absolviert, schalten sich automatisch einige neue Pokémon in den Untergrundhöhlen frei, wo die Pokémon anzutreffen sind. Das ist für viele sicherlich ein Grund, mit dem Forschersack in die Tiefen des Untergrunds immer mal wieder zurückzukehren. Etwas enttäuschend ist hingegen das Einrichten in der Geheimbasis, welche nur Statuen und Sockel erlaubt. Auch wenn diese ganz nett aussehen, bevorzuge ich hier doch das alte System, wo ihr verschiedene Gegenstände nehmen und so eurer Geheimbasis eine ganz persönliche Note geben konntet. Immerhin verstärken die Statuen das Auftauchen von einigen Pokémon im Untergrund. Das Mining-Minispiel machte aber damals wie heute sehr viel Spaß und lässt sich auch zusammenspielen, sodass ein anderer Spieler euch auch bei der Wand helfen kann, sie freizulegen. Wenn die Remakes mit etwas scheinen und glänzen können, dann definitiv im Untergrund von Sinnoh. Wenn ihr bei den Arena-Kämpfen übrigens etwas Besonderes erwartet, werdet ihr leider oft enttäuscht werden. Zwar sind die Gegner deutlich intelligenter und auch besser gewappnet gegen euch, allerdings ist die Liebe zu euren Pokémon so groß, dass diese gut und gerne öfters Attacken ausweichen, mit einem KP überleben oder einen Volltreffer landen. Hier hätte man sicherlich mehr punkten können, wenn das Freundschaftssystem nicht derart broken wäre, ist es aber leider nun mal. Obwohl die Kämpfe eigentlich also schwerer sind, sind sie durch das neue Freundschaftssystem oft einfacher. Immerhin gibt es am Ende der Story Rematches gegen die Arenaleiter, was ich als großen Pluspunkt zähle. Auch in Schlaede findet sich eine Neuerung, wo ihr eurem Charakter seine ganz persönliche Note geben könnt. Statt der einstigen Spielehalle findet ihr dort jetzt die Modewelt Metronom, bei der ihr einige Optionen habt, das Aussehen eures Charakters zu ändern. Leider ist das aber bei weitem nicht so umfangreich wie in Pokémon Schwert und Schild. Trotzdem eine sinnvolle Ergänzung für das Spiel, wie ich finde. Zudem gibt es einige sehr umstrittene Änderungen in dem Spiel, wie den EP-Teiler, welcher sehr großzügig Erfahrungspunkte an das gesamte Team verteilt. Natürlich könnt ihr diesen auch nicht ausschalten, was gerade am Anfang eher zu einem Problem wird. Auch die einmalig einsetzbaren TMs gehören zu diesen umstrittenen Änderungen, die entgegen jeder Ankündigung gar nicht einfach zu erhalten sind und teils unverschämt viel Gewinnpunkte am Ende des Spiels kosten. Das hätte man besser lösen können und muss man ehrlich gesagt auch. Zum Glück braucht ihr keinen VM-Sklaven mehr im Team und die Attacken können leicht über den Pocketch eingesetzt werden, womit ihr ein wildes Staraptor oder Bidiza herbeirufen könnt. Das erleichtert die Abenteuerreise und beschleunigt den Spielfluss deutlich. Bis zur Pokémon-Liga gelangt ihr eher leicht durch die Sinnoh-Region, was wahrscheinlich sehr die Anfänger freut, ehe bei der Pokémon-Liga der Schwierigkeitsgrad urplötzlich massiv ansteigt und nicht nur bei den Gelegenheitsspielern für viel Frust gesorgt haben dürfte. Von Bell
Balancing ist hier wirklich wenig zu spüren. Wenn ihr merkt, dass Schwierigkeitsgrade in Pokémon fehlen, dann allerspätestens in der Pokémon-Liga. Afterstory-technisch wurde immerhin einiges geändert. Der Hamanasu-Park lädt zum Fangen legendärer Pokémon ein. Das Feature des Hamanasu-Parks könnt ihr vergleichen mit der Ultra-Dimension von Ultrasonne und Ultramond, wo man legendären Pokémon und Ultrabestien begegnen konnte. Außerdem kann man, wie vorhin schon erwähnt, sich in den Remakes an den Rematches der Arena-Leiter, der Top 4 und des Champs versuchen. Hier kann das Spiel auch bei einigen eingefleischten Pokémon-Spielern punkten. Das große Problem, was ich sehe, ist aber auch, dass man bewusst auf viele Inhalte von Pokémon Platin verzichtet hat, obwohl sehr viele Fans diese Editionen deutlich mehr mögen als Diamant und Perl, worauf diese Remakes nun mal basieren. Die Ausrede, man wollte sich schon von Anfang an nur die beiden ersten Spiele als Grundlage nehmen, halte ich persönlich für sehr schwach, auch weil alle anderen Remakes immer die Änderungen der Zusatzeditionen wie Pokémon Smaragd teilweise oder sogar vollständig berücksichtigt haben. Änderungen wie die Kampfzone oder die anderen Teams der Arena-Leiter hätten dem Spiel sicherlich gut getan. Immerhin hat man es geschafft, durch Änderungen bei der Geschwindigkeit beim Surfen oder der langsamen KP-Leiste das Spiel etwas schneller zu machen. Vielleicht auch ein Grund, warum Pokémon euch jetzt auch folgen können. Das ist sicherlich etwas, was für viele ein Highlight in den Remakes ist. Andererseits muss man sagen, dass nach einem Monat, nachdem die Spiele veröffentlicht wurden, die Spiele nicht mal fertig auf den Markt gekommen sind, was man vor allem an den Online-Funktionen bemerkt, die unvollständig sind. Das GTS, welches sich in Jubelstadt befindet, ist geschlossen. Hier wird der Mangel an Zeit besonders deutlich. Dann gibt es noch zahlreiche Bugs, die Ilka zwar bemüht ist zu fixen, man das hätte aber auch genauso gut vor Release machen können. Zum Glück kann man sagen, sind die allermeisten der Bugs und Glitches nur lustig anzusehen, das hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Trotzdem macht es deutlich, was den Entwicklern diesmal gefehlt hatte. Zeit und Raum für ihre und vor allem neue Ideen. Vielleicht auch wegen der mangelnden Zeit ist die Steuerung im Spiel beim Fahrradfahren oder im Untergrund manchmal so schwammig. Man merkt einfach immer wieder, viele Feinheiten aus den vergangenen Spielen fehlen hier einfach definitiv und am Ende ist das einfach schade. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist die Sinnoh-Region zeitlos und gerade weil die Remakes sich sehr streng an ihr Original halten, auch bei euch denke ich eher beliebter als bei mir. Die Region gilt, damals wie heute, als eine der besten designten Regionen und kann damit auch heute wirklich noch bei vielen alleine damit glänzen. Auch dürften damals sehr viele mit Diamant und Perl angefangen haben, was natürlich auch einige ältere Spieler aufhorchen lässt und sie so nochmal ihre Kindheit wiedererleben wollen. Vielleicht ahnt man auch so langsam, worauf ich in diesem Fazit hinaus möchte. Zwar ist das Spiel sicherlich großartig für jemanden, der in Sinnoh noch nie war oder wer die Nostalgie als kleines Kind in ihr spürt, allerdings fehlt gerade für die Veteranen im Spiel so einiges, was man aus älteren Remakes oder sogar aus Pokémon Platin durchaus gewohnt ist. So fühlt sich strahlender Diamant und Leuchtturm Perle zwar vertraut an, aber leider dennoch irgendwie anders und deutlich schlechter als vorherige Remakes, mit denen man diese hier durchaus vergleichen darf und auch sollte. Mit strahlender Diamant und leuchtende Perle bin ich mir sehr sicher, sollen nicht alte Spieler zu einem Kauf angeregt werden, sondern neue Kunden in das Pokémon-Boot geholt werden, auch weil sich die Pokémon Company Großes von ihrem neuen Pokémon-Spiel Legenden Arceus erhofft. Es ist leichtsinnig zu glauben, dass die Pokémon-Spiele irgendwann je auch nur etwas besser werden, wenn die meisten schon mit den kleinsten Änderungen im Spiel mittlerweile vollends zufrieden sind. Wie ich schon in einem anderen Video sagte, es interessiert einfach die meisten Pokémon-Gelegenheitsspieler nicht wirklich, ob es gewisse Änderungen ins Spiel schaffen. Sie wollen das genau gleiche immer und immer wieder serviert bekommen und ehrlich gesagt haben sie das in strahlender Diamant und leuchtende Perle förmlich auf dem Silbertablett bekommen. Deutlich wird das, wenn man sich Schwarz und Weiß betrachtet, die mit einer Menge neuer Ideen daherkamen, allerdings eher schlecht von den Fans aufgenommen worden sind. Immerhin habe ich mittlerweile auch für mich selbst erkannt, dass wenn man als Person oder in diesem Fall als Entwickler nur so weit ambitioniert ist, etwas fast identisch zu kopieren, damit keinesfalls schlechter wird, man aber auch gleichzeitig nie wirklich besser als das Original werden kann. So haben sich zwar die Remakes vergleichsweise sehr gut verkauft, aber wenn ich ehrlich bin, hätten sie mit etwas
etwas mehr Mühe wahrscheinlich auch spielen, verkaufstechnisch die erste Generation schlagen können, wenn man bedenkt, wie groß das Marketing und die Werbung mittlerweile ist. Viele Features wie das Tauchen, die Mega-Entwicklungen oder andere großartige Errungenschaften fehlen hier einfach vollkommen, und wenn man sich viele Hoffnungen gemacht hat, dass wenigstens nur etwas davon auch nur ansatzweise in die Remakes zurückkehrt, werden die längeren Pokémon-Spieler wohl hoffentlich endgültig verstanden haben, dass es nicht ihr Ziel ist, solche Änderungen durchzusetzen, wenn man mit minimalem Aufwand schon mehr erreichen kann als bei manchem ambitionierterem Pokémon-Spiel damals. Leider lässt mich die Erkenntnis hier an diesem Punkt, sie hätten so viel mehr aus den Remakes machen können, sehr frustriert zurück, und ich versichere euch, man hätte jegliche Rekorde, auch den von der ersten Generation, brechen können, wenn man das denn gewollt hätte. Diesen Bonus mit der guten Region hat ein Entwickler wie Ilka oder Game Freak beim nächsten Remake definitiv nicht mehr. Da bin ich mir wirklich recht sicher. Etwas befremdlich, muss ich sagen, wird im Remake der Ansatz, dass, wenn man dieses für neue Spieler konzipiert, die Pokémon-Liga derart schwierig macht. Ich kann nur sehr bedingt verstehen, was das soll, auch wenn ich wirklich die Herausforderung als Veteran geliebt habe. Gelegenheitsspieler allerdings werden hier sicherlich das Spiel lange oder gar nicht mehr anrühren. Ich habe mich persönlich von dem Hype der Spiele mitreißen lassen, ehe ich ernüchtert in der Afterstory angekommen bin und diese nur mit Mühe halbwegs abgeschlossen habe. Viele Routen habe ich sogar bis zum Ende voll ausgelassen, da ich ja sowieso nichts Neues dort zu erwarten habe. Das war definitiv in anderen Remakes von Pokémon nicht so, und ich hätte dort bloß keinen Inhalt ausgelassen, um nicht etwas zu vergessen, was man im kleinsten Winkel noch hätte entdecken können. Das fehlt in diesem Remake fast völlig. Ich selbst habe 70 Stunden Spielzeit insgesamt, was für ein Pokémon-Spiel bei mir vergleichbar wenig ist. Ich glaube auch nicht mehr wirklich, dass da so viel dazukommen wird. Zum Glück hatte ich dennoch etwas Spaß an dem Spiel, auch weil ich die Sinnoh-Region damals nicht so sehr erkundet hatte wie andere Pokémon-Spiele. Auch der Untergrund hat mich anfangs lange im Spiel gehalten, und das Erkunden, vor allem mit meinen Freunden, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Story hat sich hingegen recht zäh erwiesen, auch weil keine wirklichen Überraschungen da waren. Mein abschließendes Fazit zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle lautet wie folgt. Ein Remake dieser Art ist am Ende auch für mich mehr als schwierig zu bewerten, weil ich persönlich nicht wirklich überzeugt bin und mir deutlich mehr Änderungen gewünscht hätte. Ich glaube, es liegt wirklich diesmal daran, dass die Spiele eher für Neulinge konzipiert sind, was ich bei älteren Pokémon-Titeln nicht unbedingt immer sagen würde. Für Pokémon-Veteranen, welche sehr viel Wert auf das Kämpfen legen oder sich gut mit Pokémon auskennen, gebe ich dem Spiel jedoch nur 65 von 100 möglichen Punkten. Es fehlt hier einfach zu viel Content, und die wirkliche Herausforderung neben der Pokémon-Liga, dass ich mich zu einer höheren Punktzahl hätte bewegen können. Auch die neuen Inhalte sind im Vergleich zu Remakes wie Omega Rubin und Heart Gold ernüchternd. Auch der kompetitive Bereich leidet in diesem Remake sehr. Wie man eine ganze Spielergruppe derart bei einem neuen Pokémon-Spiel ignorieren kann, ist mir ein völliges Rätsel. Angefangen vom 20-Minuten-Timer in den Online-Kämpfen bis zur fehlenden Möglichkeit, wirklich vernünftig Attacken beizubringen, ist das nur einiges, was sehr im Argen liegt. Wenn sich bald hieran nichts ändern wird, wird das Franchise viele kluge Köpfe in diesem Bereich für immer verlieren. Dieses Wissen zu ersetzen, wird Jahre dauern oder gar für immer verloren sein. Allerdings, für jemanden, der neu in das Franchise einsteigen will, ist das Remake der Sinnoh-Region das Richtige. Auch glaube ich, ist das der Fall, wenn man die Originale als erstes Spiel hatte oder aber auch aus Nostalgiegründen einfach nochmal spielen will. Hier würde ich dem Remake eher 85 von 100 möglichen Punkten geben. Großteils liegt es am Setting der Spiele und dem Storyverlauf, der gerade diese Gruppe begeistern wird. Abzüge gibt es hier unter anderem wegen der etwas aus der Zeit gefallenen Grafik, der schwammigen Steuerung im Untergrund oder beim Fahrradfahren, der teils verwirrenden Menüführung, den fehlenden Optionen für das Teambuilding am Anfang des Spiels oder aber auch bei dem stark schwankenden Schwierigkeitsgrad, bei dem man als Gelegenheitsspieler am Ende wahrscheinlich überfordert ist. Sicherlich wären auch für diese Gruppe Spieler NPCs sinnvoll, der ihnen auch erklärt, wie man Vitamine nutzt, anstatt von seinem Spiegelbild oder der faszinierenden Technik zu sprechen. Jetzt kann man aus diesen Wertungen den Durchschnitt ermitteln, was für 75 von 100 möglichen Punkten sind. Ich muss gestehen, ich
weiß nicht, wann in dieser Serie ein Pokémon-Spiel derart schlecht bei mir abgeschnitten hat. Letztendlich weiß ich auch, was die meisten von euch in so einem Video von mir hören wollen, aber ich muss auch in meiner Position ehrlich zu mir selbst sein und euch eingestehen, dass ich so viel mehr von den Remakes erwartet hätte. Ich denke, gerade in der Pre-Release-Zeit hat man das sehr bei mir gemerkt, dass ich mich sehr auf die Spiele gefreut habe. Viel übrig geblieben ist nach dem Spielen aber davon, je länger ich gespielt habe, immer weniger. Der Raum für Verbesserungen wurde meiner Meinung nach nicht genutzt. Die Zeit hat am Ende gezeigt, dass das Warten für mich sich am Ende weniger gelohnt hat. Ich wünschte wirklich von Herzen an der Stelle, das Franchise würde sich mehr Mühe geben und die Größe erreichen, die es längst haben könnte. Ich weiß, ihr könnt es. Dann macht es doch endlich mal. Aber Meinungen gehen bekanntlich auseinander. Was denkt ihr denn über die Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle? Schreibt es in die Kommentare, ich bin wie immer sehr gespannt drauf. Meinen Shiny Guide zu den Remakes findet ihr oben rechts. Unten rechts zeige ich euch, wie ihr Pokémon schnell auf Level 100 in den Remakes bringen könnt. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, wenn dir meine Videos gefallen. Bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.